Moin auch. Schön, dass Sie sich für den Multimedia-Führerschein interessieren. Den haben wir nämlich genau für Ihre Interessen geschrieben. Im MMF 1 geht es um hochinteressante Themen, wie man das Internet, das WWW vor allem, in den Deutschunterricht einsetzen kann. Da handelt es sich zum Beispiel um E-Mail-Projekte, also Kommunikationsprojekte mit Partnerklassen, die auch Deutsch als Fremdsprache lernen, wie man diese Projekte organisiert, wie man Partner findet, was man dabei beachten muss. In anderen Modulen geht es um Themen wie Landeskunde, Sprachenlernen, also Angebote auf Webseiten für Grammatikübungen, für Wortschatzübungen und für vieles andere, was für Ihre Lernerinnen und Lerner nützlich ist. Und dann geht es auch um landeskundliche Themen, wie zum Beispiel Firmen in Deutschland oder auch deutschsprachige neuere Musik natürlich, YouTube-Videoclips, Didaktisierung von Clips, Erstellen von interessanten Arbeitsmaterialien auf der Basis dieser Themen. Und das alles zusammen machen Sie in einer Arbeitsgruppe von 14 bis 15 Kolleginnen und Kollegen aus allen Teilen dieser Welt. Sie werden von einer Webtutorin betreut, natürlich auch eine engagierte Deutschlehrerin. Sie erledigen allerlei Aufgaben, manchmal ganz alleine, manchmal mit jemandem aus der Gruppe zusammen. Sie kriegen die Lösungen der Aufgaben der anderen Leute zu Gesicht. Wir arbeiten nämlich auf einer Lernplattform, auf Moodle. Dort gibt es auch diverse Kommunikationsmöglichkeiten über Foren, sodass Sie sich auch über Ihre Erfahrungen austauschen können, über Ihre Ideen, Ihre Projekte, gemeinsam Projekte entwerfen. Unterm Strich eine spannende Erfahrung für 4 Monate. Bestimmt sehr viele Hinweise, Anregungen, Tipps für Ihren Unterricht in multimedialen Zeiten, für Ihren Deutschunterricht, gestützt mit Web 2.0-Anwendungen, mit Internetanwendungen. Vielleicht ist dieser Kurs genau der richtige. Wenn ja, tragen Sie sich doch einfach ein. MMF 1. Wäre schön, wenn wir uns dort wiedersehen. Tschüss!